Hallo Leute, was geht ab? Ich bin Maria Athena und heute kommt ein großes Update-Video von mir. Und ich habe schon mehrmals versucht, dieses Video zu drehen und deswegen sage ich einfach alles, was ich sagen will und ich bearbeite das gar nicht und ich habe meine Notiz verloren. Oh Gott, ist egal. Ich sage einfach alles, was ich euch erzählen wollte. Erstens bin ich mit meinem Bachelorstudiengang fertig, ganz fertig. Also ich habe vor 1,5 Wochen meinen Abschluss gemacht und das hat drei Stunden gedauert und Mensch, war so langweilig. Also fast die Hälfte der Studenten haben entweder Cellphones bzw. Handys, weiß nicht warum ich das auf Englisch gesagt habe, also fast jeder war auf seinem Handy und hat also die ganze Zeit so SMS geschickt. Die anderen Leute, einige, die haben wirklich Bücher mitgebracht und haben einfach so gelesen, weil jeder Person, die haben die Namen von jeder Person, die dabei war, laut gelesen. Und jede muss dann auf der Bühne treten. Und ja, also dieses Pomp and Circumstance war für mich etwas zu verrückt. Ich hätte lieber, dass sie mir einfach mein Diplom geben würden. Also einfach für 5 Minuten so auf dem Campusgelände. Das hätte gereicht, meiner Meinung nach. Ja, also erstens das, zweitens, ich vorbereite mich dann gerade auf einen Masterstudiengang und ich warte etwa ein Jahr, bis ich damit anfange. Aber was ich machen will, ich will Linguistik studieren und nicht nur Linguistik generell, sondern Linguistik für germanische Sprachen hauptsächlich. Und ich habe ja schon vieles mit Englisch und mit Deutsch gemacht, aber ich lerne gerade auch Niederländisch, weil ich auch etwas mit Niederländisch machen will und mich einige bessere Chancen geben, um übersetzen zu können mittels germanischen Sprachen im Allgemeinen. Auch habe ich Lust auf die dänische Sprache. Und so in der nächsten Zeit erzähle ich euch, wie ich gerade Niederländisch lerne. Das ist ja so ziemlich einfach. Ich habe so schon seit langem her gesagt, dass weil ich Deutsch und Englisch verstehen kann, ist es nicht so schwer, wenn ich einen leichten oder mittelstufigen Text auf Niederländisch lese. Und so was ich mache, ist, ich lese halt ständig auf Niederländisch, also Bücher so wie das Tagebuch von Anne Frank, weil das hat ja so nicht die schwierigsten Wörter drin. Und dann auch, ich lese auch einige Sachen über Magersucht und Essstörungen im Allgemeinen, sowohl auch Gesundheitsleben und so, weil solche Wörter, die interessieren mich und ich kann die auch ziemlich gut verstehen. Und so nebenbei lerne ich etwas über die Grammatik und die Orthographie, also wie diese Sprache geschrieben wird. Weil dann, wenn ich meinen Masterstudiengang anfange, werde ich nicht direkt vom Anfang anfangen müssen mit Niederländisch. Und ich glaube, ich habe gehört, es hängt natürlich davon ab, wo man das studiert, aber man muss mindestens man muss mindestens 3 Sprachen studieren, wenn man das macht. Und so, ich habe mich so für Niederländisch entschieden. Das ist meine Notiz völlig darüber. Wollte ich eine Frage antworten, die mir ständig gefragt worden ist. Und zwar, Maria, kannst du mir Englischunterricht geben oder kannst du mir Nachhilfe für Englisch geben? Ja, das würde ich gern machen. Also ich sag mal ganz ehrlich, ich habe im Moment keinen Job und ich habe vormals, als ich in Deutschland gewohnt habe, habe ich Nachhilfe für Englisch gegeben. In Amerika habe ich auch Nachhilfe für Deutsch gegeben. Und so, wenn ihr ein Interesse daran habt, Nachhilfe zu kriegen, also für Englisch oder für Deutsch, dann könnt ihr mir eine E-Mail schicken, und ich werde dann sehen, wie wir das zusammen schaffen können, weil ich interessiere mich für
Sprachen lernen und Sprachen unterrichten und habe auch viele Lernmittel für Englisch, sowohl auch für Deutsch. Und ja, so falls ihr ein Interesse daran habt, gibt es dann Infos in der Beschreibung. Ich habe so alle meine Infos dazu, also auf einem Blog geschrieben. Und ja, außerdem, ich habe so gesagt, ich habe versucht, so, ja, heute habe ich so 3 oder 4 Mal versucht, dieses Video zu drehen und dann klappt es im Endeffekt nicht. Und so, ich mache es jetzt zum 4. oder 5. Mal und ich will das einfach alles fertig machen. Außerdem, ja, also ich wollte euch auch erzählen, dass ich bald einen zweiten Kanal mache. Also auf diesem Kanal rede ich hauptsächlich auf Sprachen lernen und ich mache auch einige Covers. Aber auf dem neuen Kanal würde ich gern einiges über mein privates Leben sagen. Ich interessiere mich zum Beispiel sehr viel für Rap. Ich würde gerne Videos über Rap machen. Sowohl auch über Trinken und Party machen und Lesen und Rezepten. Weil solche Sachen interessieren mich sehr viel und ich glaube, ihr könnt mich dann auch ein bisschen besser lernen, wenn ich diesen zweiten Kanal mache. Und ja, vor einigen Jahren habe ich einen zweiten Kanal gehabt, aber irgendwie habe ich mein Kennwort vergessen, total. Und auch, ich weiß nicht, wo ich das dann wiederfinden kann, weil auch die E-Mail-Adresse, wozu das geschickt werden wurde, kenne ich nicht mehr. So, ich glaube, das war es. Übrigens, ich würde auch sagen, man hat ja so immer gesagt, Maria, du sollst ein Video über Österreich machen. Und ich vermute, es kommen von mir mehr Videos über Österreich in der nächsten Zeit. Weil ich habe letztes Jahr Österreich kurz besucht, so etwa 5 Tagen. Und würde gern mehr Sachen über Österreich lernen und Videos darüber machen. Außerdem, außerdem lese ich viel zu der Zeit. Ich lese Jan Karskis Mein Bericht an die Welt und bin schon etwa 400 Seiten drin. Es gibt ungefähr 600 oder 700, weiß ich nicht ganz genau. Und es gefällt mir sehr gut. Was noch? Ich weiß nicht. Ich habe auch mal gesagt, ich würde mehr Videos machen. Einfach gar nicht bearbeitete Videos. Gar nicht bearbeitete. Ignoriere das bitte. ich werde mehr Videos machen, indem ich so einfach spontan rede und gar nichts bearbeite, weil dann ist es für mich nicht zu viel Arbeit. Und auch könnt ihr dann sehen, wie ich so spontan rede. Und so. Ja, ich freue mich auf die Zukunft. Ich habe so viele Pläne und ich hoffe, dass wir sehen uns sehr, sehr bald. Sehr, sehr bald und auch sehr oft diesem Sommer. Und ja, übrigens, falls es ein Lied gibt, das ihr ins Deutsche sehen wollt, ich übersetze so gern Lieder und alles Mögliche, falls ihr einen Song sehr mocht, dann schreib es in der Beschreibung oder nicht in der Beschreibung, schreib es in einem Kommentar und ich werde versuchen, das zu übersetzen, weil ich liebe übersetzen und habe ja auch schon in der letzten Zeit einige Songvideos gemacht und ich glaube, das war's. Es tut mir leid, dass dieses Video so hin und her gewesen war, aber ich habe ja so mehrmals versucht, es zu drehen. Nächste Woche drehe ich es etwas schneller, hoffentlich. Hoffentlich drehe ich es nicht direkt am Mittwoch, weil dann schaffe ich es vielleicht nicht so gut innerhalb kurzer Zeit. Und ja, so das war mein Update. Und ich habe auch sehr schnell geredet, denke ich mir so. Okay. Well, ich bin Maria Tena. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns sehr, sehr bald nächsten Mittwoch. Und ja, falls ihr dann ein Interesse an englische Nachhilfe habt,
dann sag Bescheid und schick mir eine E-Mail und wir werden dann etwas